Den Schweizer Ökobauern Jörg Duss haben wir von Russland TV bereits im letzten Jahr besucht, als er nach einem Großbrand seinen Hof sprichwörtlich aus der Asche wieder aufgebaut hat. Viele russische Freunde und Nachbarn haben dabei geholfen, da Jörg beliebt und gemeinsam mit der gemeinnützigen Radeger Stiftung auch vor Ort als sozial engagiert bekannt ist. Was ist seitdem aus der Schweizer Biofarm in der Region Tarussa in Kaluga Oblast geworden? Wir waren ein weiteres Mal vor Ort. Der Aufbau der Farm ist dabei eigentlich nie wirklich abgeschlossen, sondern so etwas wie ein immerwährendes Projekt, das für Jörg Duss ein echtes Lebenswerk darstellt. Und es ist nicht nur sein Werk. Über 40 Leute leben mittlerweile auf dem Hof, der schon fast zu einem kleinen Dorf angewachsen ist. Im zweiten Jahr nach dem Brand zogen Alexei und Neli, ein russlanddeutsches Paar mit zwei kleinen Kindern, aus München zurück nach Russland und siedelten sich auf dem Hof an. Sie widmeten sich vor allem dem biologischen Gemüseanbau. Spezielle Treib- und Lagerhäuser wurden errichtet und die Gemüseproduktion startete bereits. Kunden sind die gehobene Gastronomie in Moskau, deren Kunden heute viel Wert auf hochwertige Ursprungsprodukte legen. Für Privatleute gibt es zusätzlich eine Art Gemüseabo, bei dem sie regelmäßig eine Auswahl der Farmprodukte nach Moskau geliefert bekommen. Der Gemüseanbau tritt hinzu zu den bisherigen Wirtschaftsbereichen des Hofs: Geflügelzucht und Eierproduktion, Pferde, Rinder, Schweine, Ziegen und Schafhaltung, Kühe für die Milch- und Käseherstellung sowie eine Bienenzucht für ausgezeichneten Honig. Allein 40 Bienenvölker leben auf der Farm. Die Käserei ist auch ein relativ neuer Bereich des Bauernhofs, der erst in diesem Jahr dazugekommen ist. Auf den Feldern des Hofs wird die Nahrung angebaut, die die Tiere das ganze Jahr über zu fressen bekommen. So ist es gewährleistet, dass Eier, Fleisch, Milch und Käse wirklich aus ökologischen Quellen kommen. Jörg ist der Natschalnik des Hofs, so etwas wie das Dorfoberhaupt, der die anderen mit seinem Schweizer Know-how und noch mehr mit seiner Energie anleitet. Und nicht nur das. Überall packt er selbst mit an, man kann ihn wirklich als die Lokomotive des gesamten Projektes bezeichnen. Immer wieder ist er kreativ, mit neuen Ideen und Verbesserungen. Das Ergebnis der Bemühungen von ihm und seinen Leuten kann sich sehen lassen. Obwohl vor zwei Jahren noch eine Brandruine, floriert der Hof nun von Saison und Saison mehr. Der Tagesablauf auf dem Ökohof ist zum einen typisch für die Agrarbetriebe in der Region, auf der anderen Seite gibt es auch Besonderheiten. Gefrühstückt und zu Mittag gegessen wird gemeinsam in einem kleinen Speisesaal. Das Essen ist einfach, aber nahrhaft und natürlich aus eigener Produktion. So sorgen die Farmbewohner nicht nur für gesunde Großstädter, sondern leben auch selbst gesund. Zu Gast sind immer wieder Freunde und Förderer des Ökohof-Projekts, wie etwa der bekannte Russlandforscher Kai Ehlers. Von der Farm ist er begeistert. Also es ist eigentlich, so gesehen, es ist also wirklich ein ganz sehr, sehr arbeitsintensives Dasein, dass man hier reinkommt. Da muss man sagen, das ist schon sehr erstaunlich, was man hier sieht, wo man hier hineinkommt. Es ist das Gefühl, was man hier so bekommt, wenn man hier umhergeht. Alle sind damit beschäftigt, dieser Initiative zum Durchbruch zu verhelfen, damit was daraus werden kann. Das geht von Jörg Duss und seiner Frau Natalia, Natascha, bis hin zu denjenigen, die hier als soziale Hilfsbedürftige mit einbezogen worden sind, die alle ihren Teil in dieser Weise dazu beitragen, dass hier etwas entstehen kann. Dieser Geist ist hier sehr klar spürbar. Also ein sehr geheurer Optimismus, sehr angenehm. Wie Kai Ehlers erzählt, ist der Hof nicht nur ein Agrarbetrieb, sondern ein soziales Projekt. Angestellt sind körperlich und geistig Behinderte sowie frühere Suchtkranke und Obdachlose. Sie alle hätten hier in der russischen Provinz kaum eine andere Chance gehabt, beruflich Fuß zu fassen oder überhaupt sozial integriert zu werden. Hier werden sie nicht nur betreut, sondern spielen für die Farm eine essentielle Rolle.
Sie sind Teil des Gesamtprojekts und werden auch bezahlt. Schon einige frühere Obdachlose haben hier ihren Weg in die russische Gemeinschaft zurückgefunden. Andere eine echte Perspektive für ihr Leben, beheimatet auf dem Hof. Die Bewohner sehen sich jedoch nicht als Bewegung und sind kein egalitäres Kollektiv. Es ist keine im Sinne dessen, was man nennt, was man eine Obschtschina nennt. Also keine religiöse Gemeinschaft oder sowas. Also auch nicht dieses Gemeinschaftsgefühl im Sinne, wir bilden als Gleiche eine Gemeinschaft und so, was wir ja aus unserer deutschen und westeuropäischen Entwicklung auch so kennen. Das ist nicht das, was sich hier abspielt zurzeit. Sondern hier spielt sich etwas anderes ab. Hier spielt sich ab, dass also ein ökosoziales Projekt entsteht aus der Initiative von Jörg Duss und seiner Frau Natascha und ihren Freunden, also die ich jetzt nicht alle namentlich aufzählen will. Und in dieses Projekt also Menschen hineinkommen, die also aus den unterschiedlichsten Gründen und auch aus den unterschiedlichsten Gegenden kommen und Interesse daran haben, sich an diesem Projekt zu beteiligen und ihr Leben damit zu verbinden. Diese Gruppe von Menschen nennt Jörg unsere Mitglieder. 6 komplette Familien sind bereits auf den Hof gekommen, um hier zu leben. Daneben Einzelpersonen. Jeder hat ihr Spezialgebiet, etwa die Käseherstellung oder die Bienenzucht. Jede hilft aber auch mit bei großen gemeinschaftlichen Projekten. Sie gelten als Mitglieder des Hofes. Die normalen Arbeiter hingegen haben ihren eigenen Bereich und verdienen manchmal einfach nur ihr Geld und sind sonst im normalen russischen Alltag integriert. Eine besondere Gruppe für sich sind die früheren Obdachlosen. Denn unterhalb dieser Struktur der Arbeiter, da kommen noch die eigentliche, wie soll ich sagen, soziale Herausforderung. Denn da gibt es jetzt noch Leute, die also hier auf dem Hof sind. Das Erste, was mir auffiel, war von hier aus gesehen, also ein bisschen weiter draußen, auch aber immer noch im Hofgelände. Wir würden sagen, ein Bauwagen. Ein Bauwagen, wo auf dem oben auf acht Pfählen stehendes Dach gebaut ist. Oben drüber. Und da habe ich gefragt, was ist denn das hier? Wer wohnt denn hier mit diesem halbfertigen Dach? Ja, das sind unsere Obdachlosen. Die haben das Recht, sich bedungen, dass sie ihr eigenes hier machen dürfen. Und die wohnen hier in ihrem Bauwagen und bauen sich jetzt ihr eigenes Dach. Okay, das heißt, die haben hier einen Ort gefunden, wo sie sein können. Sie können helfen, aber sie werden nicht in Verpflichtung genommen. Auch Opfer kriegerischer Auseinandersetzungen in russischen Nachbarstaaten leben auf dem Hof. Etwa eine Tatschikin, die den Tod ihrer eigenen Kinder in der alten Heimat miterleben musste und nun hier im Küchenbereich tätig ist. Sie kommen so in den Betrieb hinein, dass sie eben auch selbst zu sich finden können, Schrittchen für Schrittchen, selbst eigenes Vertrauen wieder zu sich selber gewinnen können. Das sind alles so Dinge, die sind sehr beeindruckend. Der Ökohof ist in seiner Art und Weise zutiefst russisch, trotz der Schweizer Leitung, und wäre so in der Schweiz oder Deutschland nicht möglich. Jörg Duss ist der unumstrittene Chef, unter den sich jedoch die Mitglieder der Gemeinschaft freiwillig unterordnen und der den Laden zusammenhält. Obwohl sich der Hof wie von selbst immer wieder erweitert, ist Expansion und wirtschaftlicher Erfolg nicht sein primäres Ziel, sondern eine erfolgreiche Vielfalt dessen, was in seinem Rahmen und unter Erhaltung des Charakters möglich ist. Grundlage solcher Hofgemeinschaften ist ein Autonomiegesetz, das russlandweit gilt und nach der sich Kollektive auf dem Land zusammenfinden können, wenn sie bereit sind, dieses zu bearbeiten. Es gilt schon sehr lange und ist keine Erfindung der aktuellen Regierung, wurde aber von ihr in den gegenwärtigen Gesetzeskanon übernommen. Bekannt sind diese Gesetze in Russland selbst nicht, da solche örtlichen Gemeinschaften natürlich initiiert werden müssen und es hier echte Macher wie Jörg Duss dazu braucht. Hier stellt sich natürlich die Frage, wie es mit der Biofarm oder unserem kleinen Dorf weitergehen wird. Hier gibt es keinen Masterplan und kein feststehendes Konzept. Festgeplant ist jedoch in naher Zukunft ein Sozialfonds, in den jeder einzahlt und aus dem etwa medizinische Behandlungen bezahlt werden können. Ein Kindergarten, eine kleine Kapelle und ein Aufbau von Freizeitangeboten ist angedacht.
Eine Lehrerin ist kürzlich zugezogen und hat mit der Kinderbetreuung begonnen. Geklärt werden müssen auch die Eigentumsverhältnisse. Was gehört der Gemeinschaft, was dem Einzelnen? Wo immer das oberste Ziel ist, die Gesamtgemeinschaft und ihre innere Harmonie aufrechtzuerhalten.